Ja, hallo Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Avorion. Ja, unsere beiden Trägerschiffe, die sind hier drüben geparkt im Sektor. Huch, jetzt krieg ich Schluck auf, moin. Die sind hier drüben geparkt. Die verteidigen den Sektor schon mal ein bisschen. Und wir sitzen hier im Baublock vom Leitschiff. Ne? Ich will ja auch Mainschiff und so machen. Und da habe ich mir eine Werkstattvorlage, eine Workshop-Vorlage für rausgesucht. Die nehmen wir auch direkt. Bam. Die schaut geil aus. Ich habe zwar keine Ahnung, ob sie irgendwelche Waffentürmblöcke hat oder so ein Gedöns, aber auf jeden Fall sieht halt schon fett aus, das Ding, ne? Schön. Lecker, lecker, lecker. Nein, genau, wir brauchen halt ein Mainschiff und ich lade aus dem Workshop gerade tonnenweise Vorlagen runter. Und das Ding hat mich bis jetzt am meisten angesprochen. So, die sehen alle nicht schlecht aus, ne? Aber ich habe gedacht, so das Ding hier als Mainship. Mit eben entspannten 3,8 Millionen Höhlenpunkten und Schild haben wir mal eben kurz 2,17 Millionen. Das ist schon mal, glaube ich, ein solider Anfang. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall irgendwelche Sachen für Strom und so. Da werden wir nicht drum rumkommen. Besser als nichts, ne? Sprungreichweite plus 1, Energie und Hyperraum-Cooldown minus 5%. Ja, nehmen wir mal mit. Und jetzt gucken wir hier nochmal rein, was der denn hier so an Gestellen vorweisen kann. Okay. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Wie will ich den Kram am besten jetzt am dümmsten hier aus? Auch so, glaube ich. Weil wir brauchen ja noch ein bisschen Schattrümung mehr drauf. Wie immer reicht das nicht. So, machen wir hier und hier und hier und hier. Ne? Da ballern wir mal ein bisschen was rauf. Bevor wir die Crew holen, wohlgemerkt. Hat einen ganz einfachen Hintergrund, weil ich möchte gerne, dass die Crew, wenn sie bestellt wird, gleich alles mit drin hat. Na, Kapitanski können wir ja sowieso eine Pfeife rauchen. Der kommt mit der Crew ja meistens nicht. Oder nie. Aber so ein bisschen, nö, kann man ja mal machen. So, dann haben wir hier nämlich schon mal ein bisschen mehr Energie. Ich weiß gar nicht, verstand das hier? Erzeugte Energie, 2,26 Terawatt, benötigte Energie 1,72. Das heißt, wir haben Puffer von 540. Das ist nix. Das ist einfach mal nix. Hallo? Ah Gott, das soll man nicht hinterher werden. Ja, aber schon mal 2,3. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Wir werden auf jeden Fall den Generator nochmal reinklatschen, damit wir da direkt ein bisschen mehr eskalieren können. Der hat nur Aufladerate. Wo war denn? Hier, erzeugt ja Energie. Pass mal auf, da simmeln wir erstmal zwei mit rein. So, weil dann haben wir definitiv jetzt auch ein bisschen Überschuss an Strom. Ja, guck mal, viel besser. So, und hier müssen wir nämlich ein paar bewaffnete Geschütze mit reinsetzen, unser Zeus. So, da hier, Schildwiderstandskraft 80%, Schildwiderauflade, S-Relays und weiß, Level langsam, ne? Egal. Was sagt unser Schild jetzt? Jetzt haben wir Schild, 7 Millionen Schild, 4 Millionen Hülle, das ist in Ordnung, das kann so bleiben. Ist klar, dass die Drehgeschwindigkeit ein bisschen schlechter ist jetzt, das ist aber kalkuliert. Achso, die Subsysteme, ach ja, ich kann ja immer nur eins von diesen Special-Dingern reinballern. Wichtig hier. Und wir haben kein Docking-System dran. Wir hatten da gepennt beim Installieren.
Da hat einer geschlafen beim Installieren. Egal. Macht nix. Transporter. Da. Das semmeln wir gleich mit drauf. Dann haben wir das Ding nämlich auch schon mal vom Tisch. Ja, und der Geschütztürme, ne? Bewaffnete. 30, 60. Das sollte reichen. So, dann werden wir hier auf jeden Fall eine erzeugte Energie minus 31% bestimmt nicht. Hier so ein Ping-Ping will ich noch mit reinpacken. Hier, der da. Für Radarabtastung und so. Bei Festinstallation Aufladerate plus 467%. Dieses System ist bereits installiert, ja, wegen dem hier. Ist das so richtig? Plus 400% Aufladerate? Plus Energiespeicher? Na, ob das so in Ordnung ist, ich weiß ja noch nicht. Aber ich war in der Zwischenzeit ja auch fleißig und habe nochmal Geschütztürme gekauft. Modajolski. Nämlich ein paar EMP-Kanonen gekauft. Muss ein anderer Spaß sein. So, die semmeln wir hier auf jeden Fall als erstes mal rauf. Die dahin. Dann wollen wir nach hinten noch ein bisschen verteidigen schon mal haben. Das wird natürlich nicht ausreichen, um das ganze Schiff jetzt hier zu befüttern, ne? Das ist klar. Vorne hat er Ogonit und hinten hat er Trinium. What? Dann macht doch wenigstens hier auch noch Xanium mit rein. Einmal rückgängig bitte. Das war nämlich eine Kante. So, weil dann können wir hier hinten nämlich auch schon mal Geschütztürme draufsemmeln. Ballern wir hier unten noch ein mit rein. Okay. Hier, Plasmakanonen, da sind sie doch. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch viel mehr Kanonen gekauft, hallo? Oh, dann ballern wir die hier auch nochmal drauf. Dann hatte ich irgendwo noch hier zeppert ein paar, genau. Hier, pass mal auf, die setzen wir dann da oben dran. Dann habe ich hier noch ein paar Zepper, die setzen wir hier mit ran. Dann haben wir hier zwei Stück. Nee. Waren das die einzigen Okulit-Dinger hier, oder was? Ja, Eisenquartiere. Oh, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Weil hier vorne muss ja auch noch ein bisschen was ran. Auf der lümmeln wir die hier mit drauf. Ich versuche jetzt beim Kaufen auch darauf zu achten, beziehungsweise beim Bauen darauf zu achten, dass wir nicht unbedingt jetzt, ne, zu Trinium oder so raufsetzen, sondern nach Möglichkeit viel Xanion. So, pass auf, hier kann eine hin, dann kann auf die andere Seite gespiegelt auch noch eine hin. So, da können wir gleich erstmal eine Gruppe zuweisen. So, genau, sehr schön. Dann ist das alles Gruppe 1. Hier holen wir uns dann nochmal ein bisschen Crew. 130.000 für die Crew, Digga. Ho!
Schaller da mal rein, ja, mein lieber Schwan. Ein absolutes Träumchen. Ja, wir warten auf den Transporter. Wir warten auf ihn. Oh, ist er schon da? Ups. Achso, ich muss ja einmal aussteigen und einmal wieder einsteigen. Und dann können wir den ganzen Hobby nach vorne richten. Ist natürlich klar, dass sich das Ding jetzt fliegt wie keine Ahnung, ne? Oh, dein Leben geht aber ganz schön runter, mein lieber Schwan. hier, Kollege, darf ich einmal, Besatzung transferieren, danke. Autozuweisung, können wir uns irgendwo noch ein Kapitanski wegsnacken? Hast du einen? Nö. Hast du mittlerweile einen? War nicht drauf geachtet eben, nö. Hast du da hinten einen? Hier, Commodore. Ja, also, ist doch geil hier. Er ist raffiniert, er ist gewöhnlich. Ja gut, er hat Pech. Aber ganz ehrlich, who cares, wer hat kein Pech? Ich meine, der Typ sitzt auf einer Farm, wo sie Pilze anbieten, also bitte. Ah, geil. Ja, dann haben wir das nämlich auch schon mal ready. Also. Es fliegt sich natürlich sehr schön träge, dieses Schiff, ne? Aber das ist mir klar. Ich meine, das soll ja auch kein Schiff werden, was da vorne rauscht und da irgendwie in die Gefechte rein, sondern das ist mehr so überlegt, mehr so ein bisschen Future. Wird begleitet von den beiden Carriern. So, und dann können die da ganz entspannt durch die Gegend eiern. Oh. Alter Falter. Ansicht, alle Blöcke, Generatoren. Was haben wir denn für einen Energievorteil, wenn ich die Generatoren jetzt austausche gegen Ogonit? War ein anderer Schnack, ne? Ja. Pass mal auf, dann machen wir mal Ansicht. Alle Materialien, nur Ogonit. Nee, andersrum. Nur Ogonit Xanion. Konnte ich nicht alle mit Mal umwandeln? Das ging doch auch. Und dann hier ausgewählte Blöcke umwandeln. So. Na, also 4,65 Terawatt haben wir schon mal. Crew. Nee, nicht Güter. Hier, Crew. Commodore, kommst du mit. Hier, Dini war auch gleich mit. Die brauchen wir unterwegs nachher. Denn es ist im Generellfall ja auch nie verkehrt, wenn wir ein bisschen mehr Crew mit haben. Wenn ich dich jetzt reparieren wollen würde, was würde mich das kosten? Nehmen wir direkt mit, komm. Was soll der Geiz? Gut, nächstes Schiff fertig. Also was heißt fertig? Es fehlt natürlich noch tonnenweise Bewaffnung. Eine Station wird angegriffen. Hier oben wieder? Ja, viel Spaß, tobt euch aus, ne? so, genau. Das Leitschiff wollen wir haben. 001 Leitschiff. Da, du hüpfst da auch mal mit rüber. Entschuldigung. Oh. Piep, 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 piep.
Aus der Reihe und so. Ah, Träumchen. Absolutes Träumli. So, dann bauen wir 001 Eskorten. So, als Escortschiff hätten wir gerne... Na, wo ist er denn? Das ist das, was ich in der einen Folge so gerne bauen wollte. Das bauen wir uns jetzt. Oder wir bauen uns hier von EVE Online die Schiffe. Die sind natürlich auch... Oh, ich finde die total geil, ne? Aber ich glaube, die halten nicht lange. Ja gut, eher sowieso nicht. Nein, habe ich nicht genügend Kohle für. Also nicht genügend... Material. Wo ist er denn? Hast du das? Auf jeden Fall oben die drinne. Yeah. Mama groß. Dieser Plan hat sehr viele Blöcke. Ja, hallo. Alter, das Ding hier als Eskorte, der ist ja vollgestopft mit Geschütztürmen. Geil. So, einmal raus, einmal wieder rein, dann lässt er sich auch wieder lenken. Dann hätte ich hier ganz gerne einmal die Grunddinger. Und bei dir haue ich ein bisschen Stromspeicher mit rein, glaube ich. Ich muss ja so ein bisschen improvisieren jetzt, dass hier auf jeden Fall alle mitkommen. So, wie viel Speicher haben wir denn? Wir haben Speicher von... 32 Terajoule kann man sich mal gönnen, ne? Also beschwere ich mich jetzt auf jeden Fall nicht. So, da kommt unsere Crew. Ach, neben dem Frachter. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall auch bewaffnete Geschütztürme. Wie viel Frachtraum hast denn du? 11.000. Ah, das werden wir noch machen. Wir werden noch ein Schiff mitbauen. Also wir werden auf jeden Fall noch einen Abwrack-Carrier mitnehmen, würde ich sagen. Und wir werden mitnehmen einen Frachter. Der Frachter kriegt dann so ein paar Abbaugeschütztürme drauf, dass er zum Not noch ein bisschen abbauen kann. Beziehungsweise noch eine kleine Staffel an Bergbaujungs. Hier, Bergbaujägern. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wir brauchen einen Frachter. Wir brauchen einen mit viel Platz. Weil wenn wir nachher Exodus starten, er wird die ganze Flotte ja mitfliegen. Und es wird sich ja wahrscheinlich wieder hier oben irgendwo abspielen. In dem Bereich oder hier unten in dem Bereich, das wissen wir noch nicht. Da werde ich auf jeden Fall meinen Abwrack-Carrier, den werde ich mit hinzuschicken und der kann dann die ganzen Ressourcen abbauen. So, also ein bisschen Exodus wird auf jeden Fall noch starten, weil wie gesagt, ich werde jetzt gucken, solange der Server hier noch läuft. Also nicht, weil er ausläuft im Sinne von nicht bezahlt, der läuft noch den ganzen Monat, das ist nicht das Ding. Mir geht es eher darum, wegen den ganzen Fehlermeldungen. Ich sehe ja hier -405096 -405097 196 197. Und das ist der hier. Eine lange Tickrate. Und -403. Der hier auch. Also es ist diese Fraktion hier anscheinend. Ich weiß nicht, ob diese Tickrate kommt, weil die sich weiter expandieren oder. Ich habe keine Ahnung. Aber auch wenn das so ist, ne, ich gebe Gas, dass ich hier wegkomme und dann ist das die erste, dann eben notgedrungen. Entweder ist das die erste Fraktion, die ich in den Boden schicke. Oder ich lasse mir irgendwas anderes einfallen. Danke für die Crew, auf jeden Fall schon mal. No Capitansko. So, das ist hier er. Hast du Capitansko? Nö. Aber den Pilzen war ich ja schon snacken. Auch kein Capitansko. Na super.
Also, kein Kapitän. Was ist hier? Hier, du hast Transporterblock, aber dir fehlt die Software. Das können wir nicht so lassen. Ist ja auch scheißegal, was er erstmal für eine drin hat. Hauptsache, du hast erstmal eine drinne. Ausrüstung handeln. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Fighter Gyros. J-Power. Nach oben, nach unten. Naja, alles klar. Hm. Ja, Bauwissen können wir von mir aus alles mitkaufen. Das juckt mich auch nicht. Markiert eine Position. Sektor umbenennen. Aha. Nachrichtenübermittler kann vom Spieler eingesetzt werden. Hinterlasse eine Nachricht für andere. Ja, schön. dann hier Koordinaten in NAVCOM eingeben und wir hüpfen dann manuell rüber. Vielleicht ist da drüben noch ein Kapitanski zum Wegsnacken. Okay, der Spring passt schon mal. Kein Kapitanski. Kein Kapitanski. Hallo. Auch kein Kapitanski. Auch kein Kapitanski, das ist schlecht. Hier, Kapitanski, da fliegen wir rüber. Und gleich mal Hardgas geben hier. Du kannst übrigens F-Befehle alle Feinde angreifen. Ich werde die auch gleich nach oben ins Ogonit-Gebiet hochschicken. Und dort verweilen lassen. Aus dem einfachen Grunde, dass wir uns hinsetzen können und uns mit denen da oben auf jeden Fall gut Freund machen. Weil ich bei dem Ausrüstungszock halt zwischendurch mal ein bisschen reinlunzen möchte. Und mir da schon mal ein paar Ogonit-Waffen und sowas snacken möchte. Weil was an Schaden fehlt, machen wir halt mit der Masse weg. Also so ist zumindest jetzt lange, auf lange Frist gesehen der Plan. Alter Falter ist die Karre lahmarschig. Digga, was ist denn da los? Oje. Oh, naja. Bisschen Energiespeicher haben wir ja, gell? Lass mal auf. Ansicht, alle Blöcke, Gestelle, nichts drinne. Aber Generator. Scheiße, das ist schon auch nichts. Das ist jetzt ein bisschen blöd, muss ich ja gestehen, ne? Habe ich hier immer noch Generator-Upgrade drinne? Hier, Aufladerate, mach mal, tschüss. Hier, erzeugte Energie. Rein da. Geht doch. Was soll das jetzt gleich die Energie ausgehen hier? Also langfristiges Ziel dahinter ist auf jeden Fall, wenn wir Boss Fox besuchen kommen, dass der dementsprechend eine kleine nette feine Überraschung erlebt. Ja, vier nehmen wir die noch mit und die nehmen wir auch alle mit. Die können wir nachher alle gebrauchen. So, und dann fliegst du bitte. Dahin. Kannst auch hierhin fliegen, ist mir egal. So, und dann hüpfen wir wieder zurück in den anderen Sektor. Ja, dann fliegen wir wieder zurück in den anderen Sektor. Oh Mann, ey. Jo, Träumchen sind da. Moin, ich würde hier gerne aussteigen. Danke, tschüss. So, dann bauen wir denselben Hobel hier doch nochmal.
Also 001 Escort 2 bauen, gespeicherte Designs anwenden, Tschisikowski. So, dann haben wir das schon mal. Dann sagen wir wieder hier Moinsen, F, Crew anheuern, Transport anfordern. Also auf ganz entspannt. Und wird dann etwa 30 Sekunden da sein. Dann gehen wir wieder in den Baumenü und sagen 001 Transporter. Gespeicherte Designs. So, jetzt brauchen wir Frachter, ne? Jetzt brauchen wir Frachter. Ich hüpfe mal in den Workshop und guck mal nach aktuellen Transportern bzw. Frachtern. So, Battleship raus. Und dann hätte ich gerne die neuesten von einer Woche. 27.000 Blocks wegen Performance, bla bla. Nö, passt nicht. Fliegender Block. Jawohl, toll. Soll ja schon ein bisschen davon aussehen, ne? Was kostest du? Wollen wir nicht. Einfach nur wollen wir nicht. Geht das auch ein bisschen günstiger? Ihr könnt das jetzt gerade natürlich nicht sehen. Aber 1 Million Orgonit, 17 Millionen Xanion. Also irgendwie habe ich hier das Gefühl, ne? Das soll nicht sein oder so. 9 Millionen Xanion. Ich habe nicht mehr so viel. Ich muss sparen. Hallo. Pass auf. Wir machen mal was anderes kurz. Weil mittlerweile sollte ja hier ihmchen, sollte ja für ihn hier angekommen sein. Der Crew-Transporter. Ich muss dich da ans Schiff ran. Mach da. So, Besatzung konfigurieren, transferieren. Konfiguriere du mal deine Besatzung, Kollege. Dann helfen wir hier wieder rein, sagen Baumodus. Und was habe ich denn hier noch drin? Oh ne, der ist langweilig. So, weil ich weiß, ich habe von Branko ja auch hier eine Menge Schiffe hier. Aber irgendwie sind das alles Industrial Carrier und so ein Zeugs. Ich meine, ich will mich da jetzt weiß Gott nicht drüber beschweren, ne? Aber ich habe keine 6 von 7 Millionen mehr. Im Workshop anzeigen. Und dann Frachter. Und dann beliebteste. Und dann Late Game. 25k? Kostest du denn? Naja. Ist doch im Rahmen. Gut, die hat natürlich nicht jetzt extremste Höhle oder so, aber das macht nichts. Gucken wir mal, wo abgeblieben ist. Hast du das? Nee. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, wie er hieß. Oh nein. Verkackt. Ey, der muss hier irgendwo mit rumzwitschern.
Das war's auch nicht. Der wartet auch nicht. Er ist auch sweet. Der wartet auch nicht. Sag ich mir, gefragt habe und jeder weiß nicht mehr. Wo er ist oder was? Hast du das? Nee. Workshop anzeigen, nochmal das Ganze. Also. Ich kann es ja wiederholen. Achter. Und Late Game. STN 11C14. STN 11C14. SD. Da ist er doch. Nehmen wir. Na also, dann haben wir die nämlich auch hier. Dann sagen wir hier auch nochmal Crew anheuern und Transport anfordern. Dann bauen wir hier nochmal einmal schnell ein bisschen was mit drin, dass er mehr Frachtraum kriegt. Ich glaube, das tut ihm ganz gut. Also wir haben jetzt einen Frachtraum von 25.000. Das ist Ausgang. Aber ich will ja mehr. Weil wie gesagt, das hier wird ja jetzt so quasi der fliegende Tresor von uns. Alles, was wir irgendwie an Fracht haben, soll damit rein. Oh, dann kannst du von mir aus hier auch nochmal den Energiespeicher und die Aufladerate erhöhen. Bam, bitteschön. Und dann gucken wir einfach Frachtraum-Upgrades hier. Fracht. Ich hätte lieber Prozente, wenn ich ehrlich bin. Fest installieren. Fest installieren. So, jetzt sind wir dann damit schon auf 44.000 hoch von 25. Das ist in Ordnung. Da beschwere ich mich jetzt nicht. Wir hüpfen hier einmal raus und wieder ins Schiff rein. Denn auf jeden Fall Point Defense ohne Ende. Na, die muss ich damit ein bisschen volllümmeln. Das nützt nichts. So, was haben wir hier? Aufladerate nach oben und... So, wo ist es? Da, bist du das? Bist du der Crew-Transporter, auf den ich gewartet habe? Anscheinend ja. Okay. So, Besatzung transferieren. Danke. 175k Schild. Ist eine Lachnummer, ne? Ich hätte gerne ein bisschen mehr. Und ich hätte gerne noch mehr. Wir haben doch sonst immer so viele Upgrades davon. Was ist er? Erzeugt der Energie, bla. Erzeugt der Energie? Minus 5%. Nee, Minus ist schlecht. Ich will ja Plus. Ich will ja kein Minusgeschäft machen hier. So. Oh, da hat sich der Server verabschiedet. Aber das ist gerade ganz passend, wenn der Server sich gerade verabschiedet hat, weil ich nutze die Chance, hier einen kleinen Cut zu machen. Ne? Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Wir haben einen Frachter, wir haben zwei Escort-Schiffe. Wir haben das Main-Schiff schon mal. Da fehlt ja jetzt eigentlich nur noch ein Abwrackträger, den wir bis an die Zähne vollstopfen mit irgendwas, was sich lohnt. Und dann ist das gut. So, und ich darf jetzt den Server neu starten und bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut und tschüssikowski.